Wow, was? Aua. Okay. Was war das jetzt? Das ist so unglaublich, ne? Das ist natürlich cool, Lara, dass du immer in falsche Richtung dich drehst. Was? Der hat mich... Ah! Alter! Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Tomb Raider 2, der Remastered Edition. Ja, in der letzten Folge, wie ihr hier sehen könnt, haben wir die Katakomben des Talion abgeschlossen. Ziemlich überraschend bin ich da durchgelaufen. Hat mich ein bisschen verwundert, aber ist für mich mal eine Abwechslung. Lieber eine Mission oder ein Level ein bisschen schneller durchzugehen und vielleicht nicht alles zu finden, als wirklich auf Krampf alles zu suchen und da anderthalb Stunden im Level zu verbringen. Ja, deswegen, wir legen direkt los. Speichere direkt erstmal. Einfach mal. Wäre es schlau gewesen, damals für jedes Level einen eigenen Slot zu machen. Aber gut, lass das jetzt einfach mal so. Wollte auch laden, das wäre jetzt noch dümmer. Glocke. Dann schießen. Ja. Okay, das ist cool. Oh. Wo sind die? Boah, Alter, mir zieht sich alles zusammen. Dass ich hier auf keine Platte trete, damit die mich nicht sofort kalt machen können. Da oben gefangen. Nicht hier durch schon erschießt. Geht nicht. Aber Medikit haben wir schon mal hier. Aha. Wo ist es auch noch? Fällt mir schon. Eine Glocke, kann ich die anschießen? Okay. Weit komme ich zum. Au. Wow, was? Aua. Okay. Was war das jetzt? Hat denn damit gerechnet? Ach, ich soll bestimmt da aus der Luft die Glocke abschießen, ne? Nein, nicht. Warte mal, was bringt mir das, dass ich jetzt hier bin? Munition und ein Hebel. Diese Freecamp, das ist schon das geilste Feature an der Remastered Edition. Alleine das schon. Jetzt Gold wert, wenn man sich damit einfach umschauen kann. Oh, sorry, ich musste ganz kurz unterbrechen. Okay. Was hat das jetzt gemacht? Ich speichere einfach mal. Keine Ahnung, was mir das jetzt gebracht hat, weil wahrscheinlich habe ich... Ja, ich habe die jetzt freigelassen. Ey! Lara, das ist der Falsche! Ist er schon lange tot? Ich bin einfach super schlecht, ne, was das angeht. Aber ich will für die jetzt nicht unnötig meine wertvolle Munition verballern. Also ich... Hab ich... Halbe. Ja, ich speichere erstmal auf einen anderen Slot. Der ist sicher, der Eispall. Ja, hier war das Medikit. Aha.
Hier drinnen gibt es nichts. Ich wollte eigentlich da rein, aber okay. Aber wahrscheinlich geht das gar nicht. Ach, von hier sind wir gekommen, okay. So, dann habe ich ja hier noch. Oh Mann! Ich sollte vielleicht nochmal laden, weil das war irgendwie schon schmerzhaft. Ich muss das vielleicht so im Flow machen, sag ich mal. Nein. Wie soll ich denn das am besten machen? Das geht halt übel schnell, ne? Ich hab gar keine gute Reaktionszeit. Ich glaube, ich habe getroffen, oder? Das ist so unglaublich, ne? Unglaublich. Hört sich für mich an, als ob ich... weiß es nicht. Dann muss ich da wirklich mit dahin katastrophieren lassen. Ich glaube, das kann auch sein, dass es einfach nur ablenken. Was macht denn die andere Kacke da eigentlich? Sollte ich hier vielleicht nicht. Gleich. Hä? Speichert, wo ich das aufgehoben? Okay. Aha. Vielleicht, dass das nicht geschehen ist. Aber ich speichere hier nochmal. Mal. Okay, da war ich ja schon. Okay, war ich da schon? Ach, okay, das war ja das, was glaube ich. Ich bin mir nicht mehr sicher. Wie soll ich das? Ja, das ist ein richtiges Puzzle-Rätsel hier. Wahrscheinlich muss ich hier die Glocke aktivieren, damit da diese Türen oder was auch immer aufgehen, dass ich dann darauf landen kann und dann von dort aus die andere Glocke aktivieren. Ich hab doch getroffen. Ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass ich getroffen habe. Aua. Jetzt. Boah, was hat mir das gebracht? Hm. Ah, ich bin jetzt tot. Ah, ich habe die Glocke aktiviert und sie hat mir nichts gebracht. Ärgerlich. Wirklich hier rein. Weiß nicht. Der Freak hier am Gucken. Man kann hier rein, ja. Ah, okay. Okay, okay. Also ich muss... vielleicht wahrscheinlich erstmal da rein. Halt nur irgendwie geschickt machen, dass ich da geschickt reinspringe. Eine Wand. Aha. Ich hab mir doch gerade gedacht, so sieht die Wand anders aus als die anderen. Alles sein Sinn, ne? Okay, da finde ich schon mal eine. Boah, goldene super. Aha.
Und ziehen. Wagen. Lass das erstmal offen. Ich wollte mich damit jetzt nicht also die ganze Zeit beschäftigen oder aufhalten lassen. Es ist natürlich cool, Lara, dass du immer in die falsche Richtung dich drehst. Was? Der hat mich am Hals gepackt und mich auf den Boden geschleudert. Oha. Klar. Ah. Wenn man dumm ist, ne? Dann passiert sowas halt. Dann passiert sowas. Nein, nicht. Oh. Okay. Aha. Aufheben und speichern. Ja. Jo. Einfach da drin jetzt verschwunden. Ich weiß nicht, ob das auch Sinn der Sache ist. Sinn der Sache ist es aber auch nicht. Ich, jetzt als Vorklatsche. Ist trotzdem. Jetzt kannst du machen. Okay, das ging ja noch. Oh, so. Jetzt auf. Zeit. Lass jetzt erstmal die Figur da außen vor, aber ihr habt sie auf jeden Fall gesehen. Nur weiß ich nicht, wie man da hinkommt. Aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Vielleicht sollte man, vielleicht muss man sich drüber hangeln oder so. Kann es euch nicht sagen. Meine Frage ist aber halt nur, was der Glocke auf sich hat. Jung gehabt. Hey, irgendwie. Das ist gerade ganz komisch. Er hat auch gerade irgendwie so mäßig so eine Superheldin sich nach vorne gelehnt zum Fliehen. Ist das dein Ernst? Ich habe eigentlich die Taste gedrückt und habe nicht mal Spring gedrückt. Das heißt, ich werde jetzt eigentlich gar nicht sterben. Ich werde dich einfach nur festhalten sollen. War wohl verlangt. Naja. Ach, okay, das war falsch. Ich muss ja mit Sprung machen, also wenn ich. Okay, es hat diesmal nicht geklappt. Speichern kurz. Vielleicht besser, wenn ich muss mein Leben mir einteilen, deswegen lade ich nochmal neu. Vielleicht. Ah! Blöde Kamera, ne? Ich verstehe nicht, welche Richtung man immer drücken muss, wenn diese Kamera kommt. Okay, so komme ich wenigstens einem Stück, oder?
Nein! Oh, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ach man! Kann doch nicht wahr sein. Aber damit muss man. Oh. Soll man denn damit rechnen? Weil man weiß ja noch nicht mal, wenn man es nicht schon mal gemacht hat, in welche Richtung man gucken muss. Ich weiß ja jetzt, dass ich laufen muss und auch gucken muss. Lara sich da festhält. Okay, das war zu früh. War auch schon wieder zu früh. Hä? Ich kann nichts mehr machen. Ich bin hier wie bei Pong jetzt gefangen. Ich bin wirklich gefangen. Okay, jetzt bin ich raus, aber ich bin auch tot. Ach, das ist doch kacke. Die Mechanik nervt mich schon. Und die Kameramechanik nervt mich auch. Ich bin gerade ein minimal bisschen gereizt. Das ist auch kompletter Schwachsinn mit den Pads. Naja, immerhin hab ich's. So, und du? Bin ich hier? Soll ich hin? Über die Glocke aktiv werden. Ah. Glocke aktiviert, was dann? Könnte man. Ah, vielleicht wenn ich die höre dann. Da kannst du vielleicht mal ein bisschen zur Seite. Das funktioniert sogar. Tür da offen. Nein! Okay, das ist nicht nice. Ach Mann. Aber immerhin weiß ich ja jetzt, funktioniert. Ja. Könntest du vielleicht einfach normal fliegen? Und nicht wie so eine Superheldin? Das ist doch kacke! Da habe ich nicht oben gespeichert, ich Blödmann. oh Gott. Wenn sie voller Hoffnung ist, ja, ich schaff's. Und dann macht's bumm. Ja, und das ist halt kacke. Man ist dann jetzt hier so geloopt, bis man halt stirbt oder irgendwie mit kaum noch Leben da befreien kann. Ist das ätzend, ey. Ja, jetzt, da war ich schon wieder ein Stück zu weit. So. Es geht einfach nicht. Ich war so nah an der Kante wie nur möglich. Trotzdem hat es nicht gebracht. Ne? Fliegt einfach vorbei. Oder sie fliegt irgendwie wieder ein Stück zurück, dass es nicht mehr reicht. Ach man, bitte. Hey! Das ist mit der Uhr. Also ich bin gerade so sauer. Ich muss kurz pausieren, ich muss mich kurz abregen. Wir sehen uns gleich, wenn ich oben angekommen bin. Ja. Kaum drücke ich Pause, bin ich sofort instant dahin geflogen mit meinem Superhelden-Flug-Move, den Lara da vollbracht hat. Nein, Lara, falsche Richtung. Bitte dreh dich doch. Okay, das war vielleicht auch mein Fehler. Scheinbar so, wie man hinspringt. Und auch, das heißt, wir müssen das schon von hier aus machen. Mach wieder, was sie will. Ah, okay. Wo ist besser? Oh! Mir fällt jetzt erst auf, wenn man die Waffen hat, dann kann man
im Sprung die Richtung kontrollieren. Ey, das ist geil. Good to know. Aber gut, dass mir das erst beim zweiten Teil so gegen Ende einfällt. Da haben wir ja nicht mehr. Ich glaube noch zwei weitere Level, glaube ich, sein. Dann haben wir es vollbracht. Hi. Also, ich verstehe einfach nicht, wie ich da manchmal mit Glück einfach hoch. Ob es dann eine bestimmte Position auf der Platte gibt, die einen dann sofort. Ja. Keine Ahnung. Mal fliegt man dann unten gegen die Kante, mal komplett ins Nirvana-Eck. Oh. Bisschen Schaden genommen, aber besser als nichts. Ich speichere jetzt. Ja, wenigstens ein paar Medikamente zusammengesammelt. Lara ist gut. Du sollst nicht weiterklettern. Das nervt mich. Sie ist manchmal dann so. Manchmal so im Flow. Die einfach nicht aufhören will zu klettern. Und komischerweise, wenn das immer passiert, danach geht sie auch nicht ganz bis zur Kante und fällt dann einfach runter. Ganz komisch. So, ja, lasse ich jetzt mal hier die. Wobei, da kann auch sein, dass da drunter Munition sich vielleicht ganz gern. Ja. Nein! Oh Gott. Ah. Irgendwann schaffe ich das. Irgendwann verstehe ich auch, dass ich speichern sollte, bevor ich irgendwelche dummen Aktionen mache. So wie jetzt hier. Ich wollte nochmal sicher gehen, dahinter nichts verbirgt. Weil damit hätte ich ja eigentlich rechnen sollen, aber ich war wieder. Ich habe eben gerade noch in Gedanken mir überlegt, aha, wie geil wäre es eigentlich, wenn das Level jetzt hier so ein bisschen mit weniger Gegnern beschäftigt. Habe ich wohl zu laut gedacht für das Spiel. Die Phase. Wir hätten aber auf jeden Fall irgendwas gesehen. Wegzulaufen. Krieg die schon noch. Aha. Aha. Verbirgt sich hier. Ah. Dann die versteinerte Figur. Hier ist eine. Ja. Sehr viele Sachen. Ich speichere erstmal. Ich weiß nicht, ob ich gerade schon gespeichert habe. Mein Kopf ist einfach schon Matsch. Oh, okay. Man kann hier einfach direkt hin. Cool. Dann nehmen wir wenigstens schon mal eine Figur mit. Auch wenn ich die andere, glaube ich, vorgelassen habe. Oder war das im anderen Level? Ich bin schon so verwirrt, dass ich das gar nicht mehr weiß. Wäre cool, wenn du hier hochgehst. Genau. Hat er gerade ernsthaft versucht, hier hochzukommen? Der Sack.
vertraut. Speicher kurz. Aber wahrscheinlich kommen wieder gleich irgendwelche bewaffneten Typen. Wäre nämlich sehr, sehr merkwürdig, wenn die nicht kommen. Meine Frage ist, wo soll ich eigentlich diese Maske jetzt aufsetzen? Ah, hier. Böse. Das ist jetzt geöffnet. Ordnen. Hört mir nicht. Wahrscheinlich, wenn hier solche Flächen sind, werden hier wahrscheinlich gleich Gegner auf mich. Ah, egal. Weiche erstmal, bevor ich mir jetzt hier großartig Gedanken mache, was mich hier erwarten wird. Ja. Bräuchte mehr Shotgun-Munition. Aha. Mehr Shotgun-Munition würde eigentlich ganz gut weiterhelfen. Shotgun für ja, Gegner, die jetzt nicht selber schießen können. Alles andere. Diese Uzi für die anderen Säcke. Für ihn habe ich sie. Bei Ultima. Hier muss ich jetzt kein einsetzen. Ach, das ist da. Warum ist das? Warum ist die Tür wieder zu? Ach, da ist er doch. Mann. Du bist blöd. Geht mal klar eigentlich. Okay, das geht. Speichere ich erstmal. Zwar ein bisschen wehgetan, die hat nur ein bisschen geweint. Aber das ist noch verkraftbar. So. Schon, war schön. Aha. Sorry, ich musste wie immer kurz unterbrechen. Ist ja das Ding, wo ich einsetzen muss. Ja, ich will ganz kurz gucken. Was? War ein bisschen dunkel, aber es geht eigentlich nicht. Aha. Nehmen wir selbstverständlich auch mit. Aha. Jetzt gebracht. Ah, ne. Heraus? Geht gar nicht. Wow, die Maske hat mir nur diese Tür geöffnet. Okay. Ach, das ist jetzt der, wo ich vorhin immer gefragt habe, wie man da hinkommt. Wir sind jetzt da lang. Okay, wir können nur da. Weil hier rüber bringt. Weil da die Fackeln. Nein. Mach das jetzt. Speicher einfach direkt nochmal. Ich würde gerne wissen, ob ich Rekordhalter bin. Speichern. Oh. Oh, das Wasser wird jetzt flüssig. Eis wird jetzt eben da runterkommen. Weil ich einfach nur ungeschickt bin. Okay. Das war ja noch dümmer von mir jetzt. Also ganz ehrlich.
dumm kann man sich eigentlich anstellen? Hey! Was macht sie denn? Mann. Ich hab nach links gedrückt und sie läuft einfach weiter. Fällt auch noch runter. Ich glaube, wenn ich den zweiten Teil durch habe, brauche ich erstmal eine kurze Pause. Hä? Wie soll ich da runterkommen, ohne Schaden zu nehmen? Ihr werdet davon natürlich nichts mitbekommen in der Pause. Ich nehme ja weit im Voraus gerade auf schon. Aber trotzdem. Nervlich bin ich. Sie will sich gar nicht daran festhalten. Was soll denn das? Warum hält sie denn sich nicht an der Kante fest? Ich speichere jetzt nochmal, weil ich ja so schlecht bin, dass ich nicht mal eine Kante runterspringen kann. Aha, jetzt auf einmal. Na, herzlichen Dank, Lara. Ja, das Wasser ist jetzt schön warm wahrscheinlich. Was denn? Hey. Ich versteh's nicht, ne? Ich drücke Dreieck gedrückt und sie kommt alles weg. Ich glaube, Lara hat mich gerade so ganz schön auf den Kicker. Na komm. Wer will noch was hier von mir? Wer will mich noch abfacken? Ja, genau. Genau. Ich brauche noch Eisspitzen hier. Ein Satansbraten kommt selten allein, oder wie war das? Angst. Ich habe Gänsehaut. Ich war hier erstmal nicht. Vielleicht habe ich jetzt die falsche Position gewählt dafür. Sie wird einfach viel zu stark. Ja, ist doch gut. Alter, schreit mich nicht so an. Jubeln, als ob sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen haben, ey. Ey, warum kamen die Löwen jetzt wieder? Oh. Munition? Ein neuer Bereich, wo ich noch gar nicht war, vielleicht? Nein? Hier oben. Kann ich. Hä? Ich will da hoch. Einfach alleine schon hier. Munition. Brauche ich. Kommt man da hoch? Selbst wenn, was? Wo bringt mich das hin? Dann. Ach, das ist. Dann nicht schon bei der Tür. Ja, klar waren wir doch schon. Dann hier langgelaufen. Aha. Aha, okay. Bringt's uns. Da hoch zu klettern, falls es überhaupt geht. Einfach mal ganz zu schweigen. Warte, ich will erstmal die richtige Waffe aus. Uzi, ja. Vielleicht sollte ich auch mal direkt ein Medipack. Wenigstens kleines. Das jetzt hier irgendwie schnell für mich zu. Keine Ahnung, wie erfolgreich ich dabei sein werde. Oh.
Ey. Lara, du bist doch so dumm. Ey. Nein. Ich wollte gerade Pause drücken. Ah. Boah, verdammte Scheiße, ey. So viel Gänsehaut hatte ich noch nie in so kurzer Zeit, ey. Wirklich nicht ohne. Wirklich Stress pur gerade für mich. Vor allem, was mich ein bisschen mehr nervt, ist, Lara einfach die falschen Sachen hier anvisiert. Soll die Fische nicht anvisieren. Soll die einfach in Ruhe lassen. Nee, die kümmert sich wieder um die Fische. Vielleicht sollte ich die Fische direkt unter Wasser schon mit der Harpune versuchen zu erschießen. Könnte vielleicht hilfreich sein. Ja. Ich glaube, das hilft mir auf jeden Fall schon mal ein bisschen weiter. Weil so kann Lara sich jetzt darauf konzentrieren, Etis hier abzuschießen. Aber doch nicht mit der Harpune, Lara. Auch wenn Harpunen eigentlich ziemlich stronge Waffen sind, verstehe ich überhaupt nicht, warum die Harpune hier so wach ist. Eigentlich auch ein bisschen schade. Ja, klar! Das habe ich ja voll vergessen. Ach, Mann! Super nervig gerade. Werde ich mich jetzt hier bestimmt noch eine Viertelstunde mit beschäftigen müssen. Ich hätte Schaden bekommen von den Spitzen oder die hässlichen Viecher hier. Auf jeden Fall Wasserscheu. Ich weiß nicht, wie. Einen habe ich erst getötet. Mann, ey. Und Medikit. Mal schauen, ob das funktioniert. Ich glaube, die kriegt gar keinen Schaden, ne? Einfach gar nichts. Ja, dann kann ich auch nochmal neu laden. Nehme ich mir die Harpunen über für die Fische auf. So, speichern, da kommt jetzt noch einer, mindestens einer. So. Macht Lara. Ausnahmsweise mal gut gemacht. Oh Gott. Eiszapfen. Weiß ich nicht. Main Way ist. Ah! Alter! Dein Ernst? Boah, ich glaube, so erschrocken habe ich mich noch nie. Aha. Boah. Ja, schön und gut. Granatwerfer, Munition. Aha. Aber was bringt sie mir, wenn die komischen Typen da einfach dagegen sind? Aber immerhin. Was habe ich denn jetzt davon? 14 Schuss. Ja, das. Eigentlich okay, ne? Und wir wählen die mal aus. Vielleicht sind die Eti-Typen. Sag ich mal. Halten nicht so viel aus. Vielleicht reicht da sogar ein, zwei Schüsse.
Chance mehr. Hinten gleich wieder einer angerannt kommt. Aha. Wir nehmen die Automatikpistolen in der Zeit, wo er klettert. Da habe ich ja hier unnötig viel Scheiße gemacht gerade. Aber ich habe damit schon gerechnet. Okay, damit habe ich natürlich nicht gerechnet. Ich habe zwar die Schneekugeln überall gesehen, aber ich wusste nicht, dass ich schon direkt an einer dran bin. Alle hier herausfordern. Fertig, oder? Oder wollen die alle noch rollen? Das Gefühl, die kommen alle noch. Ne? Das habe ich zum. Ja. Ah! Gott. Aber jetzt habe ich sie alle. Da oben hin. Irgendwas. Komm schon hin, aber es gibt. Schade. Ja. Blöde Kameraperspektive. War alles Hass. Von dem Ganzen. Ah, ich sollte vielleicht erstmal speichern. Ganz wichtig. Okay, das sogar leichter als gedacht. Hä, wo soll ich hin? Ach, da. Hä? Nee, warte, von da kam ich ja gerade. Ja, und du? Da ist man sich festhalten. Ja. Warte mal. Vielleicht hier. Ach, ich bin hier oben, okay. Ich habe gerade gedacht, dass ich vielleicht hier, dass Lara sich so an Schräglagen auch hochziehen kann und durch den Schlitz da durchzieht. Weil es Missionsende. Aber vom Missionsende brauche ich eigentlich noch gar nichts räumen. Wenn ich mir das hier gerade schon wieder angesehen habe, was da alles auf uns. Boah, mir fehlen sogar die Worte. Was da auf uns noch alles wartet, so. Ja, hier. Mehr zu Puppe. Das auch. Ah. Wie dumm willst du sein? Ja. Ich schaff's gar nicht. So dumm ich mich auch gerade anstelle. So. So wollte ich das. Ich weiß nicht, ob das eine Sache ist. Nicht, dass es so der Sache ist, so runterzufallen. Wahrscheinlich soll man eher hier auf diese Kanten fallen. Gut, ich. Ach, wo sind sie? Keine Gegner? Glaube ich ja nicht. Wem wollt ihr das erzählen, dass hier keine Gegner sind?
Oh, ich habe gar kein Leben. Ja, großes Mediert. Ich speichern. Hier unten. Bin. Hebel. Ach. Okay. Ja, dann reicht das doch. Ändern. Ja, grüne Jadefigur. Aber. Keine Ahnung, wo der Ausgang ist. Jetzt muss man auf einmal ziemlich häufig diesen Trick hier anwenden, ne? Seit diesem Level. Wirklich interessant. Das vorher nie musste und erst jetzt gegen Ende. Halt kurz mal schauen, was eigentlich hier. Ich hab gesehen, dass man hier in diese Eisfläche rein kann. Sozusagen unter diesem Glockenturm. Aber irgendwie Wasser. Speicher mal. Ich weiß jetzt nicht, wo ich mich hier gerade hinbegebe. Da unten ist ja die Tür aufgegangen. Weiß ich. Selbst wenn ich jetzt hier mit auf Krampf reinkommen würde, komme ich wieder raus. So. Ganz. Das ist noch nicht schlüssig. Wahrscheinlich muss man da von außen nach innen durch eine dieser Eistüren oder was auch immer das darstellen soll. Gehen wir jetzt erstmal hier rein. Keine Gegner, nichts? Kann ich mir ja nicht vorstellen. Bogen. Aha. Okay, das ist trotzdem nicht da. Wir müssen da irgendwie hinkommen. War schon richtig ein Ansatz. Ich bin auch schon wieder ratlos. Wahrscheinlich wieder beeinflusst dieser Schlitze hier. Der Schlitz hier. Ja, so hier. Einheb. Okay. Gar nichts. Kann hier einfach nur nicht hin. Besten. Mache ich jetzt? Muss ich mich wieder informieren, wie ich jetzt hier weiter fahren muss? Könnte halt sein, dass ich auch wirklich. Ah! Nein! Ich wollte nicht rum. Ah, auch Lara. Gar nicht. Um die Ecke, dann würde man so oder so. Ich glaube, das ist. Was muss ich hin? So eine Tür da öffnen. Ich muss beiden Türen öffnen, um da reinzukommen. Hinterholen. Ja, irgendwie. Ja, entfachen. Hier gibt's. Ja, vielleicht
aufschieben. Was? Nein? Auf diese komische Dingsbums da schießt. So. Geh gerade auf den Schlauch. Keine Ahnung. Muss mich mal wieder informieren. Bis gleich. Okay, Leute, ich bin dümmer, als ich aussehe. Ich habe hier unter Wasser diese, diesen Stock mit diesem Polster vorne drauf genommen, aufgehoben, was man ja als fürs Trommeln benutzt. Das soll ich da scheinbar benutzen an dem Teller da oben. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Ich bin nicht so musikalisch. Etwas. Ich weiß, wie die ganzen Instrumente heißen. Aber das ist auf jeden Fall eine Aufgabe. Warum hat mir Lara dann diese Hand vorher nicht da gerade schon mal davor stand? Ich speichere mal. Ich habe keine Ahnung, was gleich passiert. Dass aus der Tür gleich irgendwas raus. Ja, jetzt auf einmal, ne? Das Eis ist gebrochen. Ich habe da unten zumindest Eissplitter gesehen. Fällt mir aber gar nicht. Aha. Mir keine Ruhe gerade. War ich ja mal eben. Ich habe einfach kein gutes Gefühl, weil ich kenne das Spiel. Ne? Das überrascht mich ja immer wieder. Ich glaub's ja nicht. Controller vibriert. Ah! Alles klar! Was ist das? Ein Riesenvogel? Boxvogel oder was? Ja, vielleicht ein kleines bisschen Medikit wäre nicht schlecht, ne? Kommt einfach von da. Hey! Meine Dings ist leer. Ey, ich wollte da das Zeug aufheben. Lara rottet Yetis aus. Hab ich auf Steam freigeschaltet. Ja, schade, dass ich jetzt das Zeug da drinnen nicht aufheben konnte. Wahrscheinlich muss man dafür schnell genug sein. Aber ja, ich würde sagen, falls ihr Spaß hattet und was ihr auf jeden Fall interessant fandet, dann würde ich mich über ein Like, ein Abo und einen Kommentar freuen und würde euch recht herzlich in der nächsten Folge begrüßen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, haut rein und ciao!